Hallo Leute, ich bin's Pauli, seid bei Candlelight Gaming und ich freue mich, euch mein neues Let's Play Projekt vorstellen zu können. Mit dem Namen Dead Light. Es ist ein Sidecrawler. Ihr werdet schon sehen, was man davon halten kann. Es geht um Endzeit, Apokalypsen, Geschichten und da ich am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Sound der Cutscenes habe, sehen wir hier leider schon weiter anstelle von normal, würde da stehen, spielen. Wir müssen jetzt deswegen leider hier einmal Szene auswählen und einfach mit dem Anfang beginnen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir und ohne große Umschweife fange ich jetzt auch einfach an zu spielen. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy, can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shiloh drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the safe. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything. Or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Und da wären wir auch schon im Spiel. Ich muss sagen, ich finde die Optik der Cutscenes einfach wahnsinnig schön. Wir können sie mit WASD bewegen. Also nur mit A und D. Alles andere funktioniert so nicht, aber es reicht ja schon. Mit E können wir interagieren. Okay, wir haben eine Haarlocke von Carla. The body is full of bites and bruises. Können wir noch mal She's been shot point blank in the head. Ja, das warst du, Kollege. So, mit der Leertaste können wir springen und dann auch klettern. Und mit E treten wir die Tür ein. Bams. Oh, das steht dann auf. Gib um! Sehr schön. Da kommt er jetzt wenigstens nicht mehr rüber. Ja, wie schon gesagt, ich finde halt die Optik von diesem Spiel wahnsinnig schön, deswegen habe ich mich mega auf dieses Spiel gefreut. Weil es halt so ein bisschen einfach nur düster, schwarz-weiß für mich hat zwar Farbe, aber es hat so einen gewissen Schwarz-Weiß-Look irgendwie, der mir gefällt. The wood is rotten and the planks are weakened. Okay. My weight won't break them. Maybe I can find something heavy enough inside the warehouse. Ja, dann schauen wir doch mal. Oh, da wollen sie auch rein.
Oh, da geht's auf. Kommt einer. Oh. Dann mal schnell weg hier. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Ich glaube, jetzt haben wir das Radio ausgemacht. Ich finde, also ich spiele es nicht auf der höchsten Grafikqualität und ich finde, es ist trotzdem sehr, sehr ansehnlich. Was haben wir hier? Eine verschwundene Seite aus seinem Tagebuch. Ich werde später dann auch so nach und nach die ganzen Tagebücher und so weiter, was man hier so finden kann, wahrscheinlich mir auch mal angucken, vorlesen. In so einem extra Part. Oder halt mal zwischendurch immer. Ich würde sagen, wir schubsen mal das Ding da runter. Wie geht das? Muss ich dann was machen? Ah gut, ich muss mit E festhalten und dann kann ich schieben. Dann haben wir da unten nämlich einen freien Ort. Die Zombies sind natürlich doof und denken, sie müssen dann hier oben ist noch was. Der Ausweis eines Fremden, sein Name lautet R.T. Chase. Aber froh sein, dass wir nicht abgestürzt. So, mit S kommen wir hier runter. Hier ist sogar eine Leiter. Zack, und diesen ganzen Leichen, von denen die gerade runtergefallen sind. Cheap. Wendy oder Wendell. Oh! Witzig, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ich muss ja sagen, ich habe es schon mal ein bisschen angespielt, um zu gucken. Also, vor der ersten Aufnahme schon mal bisschen probiert, wie es so mit der Steuerung ist. So mit STRG schleichen wir. Und da erkenne ich hier schon den ersten Teil des Spiels, also den ersten Teil, ersten kleinen Abschnitt. Das ist mega witzig und es macht mir persönlich mega viel Spaß. Oh, du bist gestolpert. Stehst du auch wieder auf? Nö. Na dann. Baff! Ich finde das Spiel schon sehr witzig. Ich kann es leider nicht mit Controller spielen, weil mein Controller dafür irgendwie nicht funktioniert. Deswegen muss ich es mit Tastatur spielen. Finde ich persönlich ein bisschen nervig. Aber ich finde dieses Spiel trotzdem sehr, sehr atmosphärisch. Sehr, sehr schön. Wenn wir da jetzt rüberlaufen, macht das ein bisschen Lärm und weckt die Typen da auf. Ja, wir müssen im Grunde nur überleben. Wenn wir das schaffen, ist alles gut. Dann können uns die bösen, bösen Zombies nichts. Na komm, hoch da. Unbedingt hoch und rüber. Das sieht halt wahnsinnig gut aus. Oh. Okay, mit Umschalt gedrückt halten und rennen. Nehmen wir mehr Anlauf und können weiter springen. Dann nehmen wir stärkeren Anlauf. Weiß nicht, warum man nicht immer so viel Anlauf nimmt. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Ah, sieht man, dass sie da hinten wegfahren. Sehr schön. Haben die es schon mal wenigstens geschafft, dann müssen wir es nur noch schaffen. Mit F können wir taunten. Schön, dass er verschiedene Sprüche hat. So, da oben ist noch Strom drauf. Möchten wir nicht gerne hin. Machen wir mal kurz Strom aus. Dankeschön. So. Und rüber. So, und einrennen die Tür. Perfekt. Mal gucken, was auf der Seite noch ist. Es sieht ja so aus, als ob es nach unten geht. It says here, the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Okay, also er sucht im Grunde seine Tochter und seine Frau. Wir haben ein
Special Item gefunden, eine Handheld-Spielekonsole. Oh, da ist gerade was durchs Bild gesaust. Hell is other pupil. Auch sehr stimmig hier, wie ich finde. Ah, das ist zu poetisch, als dass ich es vorlesen könnte, oder dem gerecht zu werden. Wir lesen das vielleicht später mal. Ups, oh, da seht ihr schon. Das erste Mal, dass ich verkackt habe. Okay, Randall kann nicht schwimmen. Beliebige Taste drücken, um vom Kontrollpunkt zu spielen. Das ist mir beim ersten Mal nicht passiert. Man macht halt sehr viel mit einer Hand und man muss halt echt jedes Mal dran denken, Umschalt zu drücken, wenn man weiter springen möchte. Ich könnte es mir auch woanders hinlegen, aber die Tasten sind generell schon ziemlich knapp gesät. Aber ist doch schon mal gut, Randall kann nicht schwimmen. Ich glaube, da kommt er auch so rüber. Perfekt. Ich möchte gerne auch nochmal das Wasser abdrehen. Schön, dass er jetzt nicht gestorben ist, obwohl das Wasser trotzdem noch über seinen Kopf hinausging. Naja, passt schon. So. Lauf, 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 lauf. Die sind aufgestanden. Lauf, Wendel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, das war verdammt knapp. Das hätte arg ins Auge gehen können. Na, wirst du wohl. Ich darf festhalten. Sehr schön. So, geht's hier auch noch irgendwie lang? Nö. Okay, nicht vergessen, wir müssen viel rennen. Auf dem Mund. Schnell hoch, 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 hoch. Oh. Abgestürzt. So, was ist das? Ein Verbandskasten, die finde ich ab und zu. Zum Glück geht's mir gut und ich brauche daraus nichts. Ich frage mich, ob die kommen oder ob die mich sehen, wenn ich hier lang schleiche. Ja, die sehen mich. Egal, schnell raus da. So. Status aktualisieren. Tab. 10 Status. Ah, willkommen in Seattle. Das ist von unserer Welt übrig geblieben, eine sterbende Oase. Kein Wasser, kein Leben. Der Krieg zwischen Menschen, zwischen Mensch und Schatten. Verwüstung. Die Interstate ist voller verlassener Fahrzeuge, die zur Flucht aus der Stadt benutzt wurden. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Abkürzung zum Versteck. Okay, kann man hier was? Oh, das ist eine ganz schöne Menge. Aber wir finden hier immer nur ein paar Seiten. Okay, vielleicht mache ich da später ein Let's Read. Auch wenn ich schlecht im Lesen bin. Ah, das ist doch schon mal interessant. So, ich habe irgendwo... Ah, nee. Nee, alles gut. Oh, sehr gut rübergesprungen. Ui, das hätte auch ins Auge gehen können. Ab hier kenne ich mich auch nicht mehr aus. Ab hier weiß ich auch nicht mehr, worum es hier geht. Vielleicht ist hier unten noch irgendwas. Aha, seht ihr? Man muss in diesem Spiel alles kontrollieren. Der Ausdruck seines Fremden. Sein Name lautet Arthur L. Allen. Zack. Okay. Also ich kann ja auch nicht nach unten laufen oder so, es ist wirklich nur reines geradeaus gelaufen. Hier rein, nee. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. Schön auch wieder oben Deadlight steht. Sehr episch. Da hinten sind schon wieder welche. Safe Point. Da wollen wir doch hin. Ab und hoch da.
Okay. Moment, aber was? Na? Noch eine dieser verdammten Regierungsflugblätter. Quarantäne. Doch selbst all die Warnungen konnten sie nicht mehr retten. Ein Zäune oder Fenster umzudrehen. Ah, alles klar. Wo sind wir hier gelandet? Ist das schon der Safe Point? Oh. Schau mal, ja, guck, gibt's hier was? Nö. Hätte ja sein können. Na, komm, hoch da. Oh Gott. Dafür ist das also da? Ah, nicht euer fucking Ernst. Wenn man da zu lange drauf steht, dann fällt man auch runter. Oh, das habe ich jetzt nicht geahnt. Wenigstens haben wir den Kampf schon mal gut überstanden. Komme ich da eigentlich auch hoch? Nö. Was ist das? Ein Ausschnitt aus dem Seattle Reporter vom 21. Februar 1986. Vorsicht, die Sowjetunion ist im All. Darin geht es um die Raumstation, die die Russen ins All geschossen haben. Okay. Salz Schrottplatz, 4. Juli 1986. Aber ich muss gestehen, ich hatte gerade eben ganz kurz einen megamäßigen Schock bekommen, als der Typ da rauskam. Und ab jetzt können wir uns verteidigen, oder wie? Thanks, buddy. Drücke linke Maustaste, um Axt zu schwingen, gegen deine Nähe wegzustoßen oder Schlösser und Bretter zu zerbrechen. Okay. Ab jetzt können wir uns verteidigen. Das Schöne ist, man sieht... ja, da hinten aus der S-U-Bahn oder was auch immer rausgefallen ist. Ich finde... Ist aber irgendwie beängstigend, dass wir uns wehren können. Was war das gerade? War da auch Strom drauf oder so? Ups, Quatsch, da oben. Linke Maustaste gedrückt halten, um einen gestützten Ding auszumachen. Ach so, ich verstehe. Ah, er hat nur eine bestimmte Ausdauerrate. Die geht mit jedem Schlag runter. Und jetzt kann man ausholen und den Gauss machen. Das war auch das, was vorhin so gepuckert hat. Na, wir lernen dazu, nicht wahr? Dann haben wir die beiden Ladies schon mal auseinandergenommen. Und müssen jetzt durch dieses kleine Fenster da krabbeln. Okay, lass uns mal einfach nur fallen. Da unten liegt einer, da unten sind auch noch zwei, also es sind drei Gegner im Raum. Oh, ich wette, das wird nichts. Okay, hier können wir die Hebel wieder. Nein, vergiss es. Hast du auf da? Warum das schon nicht geklappt hat, habe ich nicht verstanden. Da kommt ja noch einer. So, der müsste jetzt weg sein. Vier in der Wand rumsplättert.
So, jetzt müssen aber auch alle erledigt sein. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann noch mal mehr Ausdauer dazu kriegen, ansonsten wird es hier ganz schön heftig. Hier noch irgendwo hin. Ich hoffe ja, dass ich da... Ich hoffe, dass ich mich da nicht allzu lange, allzu dämlich anstelle. Ich verstehe auch nicht, warum ich die Bretter nicht kaputt machen kann. Ah, okay. Ich muss einfach nur ein bisschen mehr draufhauen. So. Damn storm. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Hab wieder auch irgendwas gehört. Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Okay. War da vielleicht hoch? Nee. Ah, hier ist niemand. Ah, da ist wieder ein Schrank. Ein Spind. Eine verschwundene Seite aus meinem Tagebuch. Sehr gut. Oh Gott, jetzt muss ich aber rennen, glaube ich. Oh, das war knapp. So können wir uns rüber hangeln. Ja, das Spiel macht immer Spaß, man kann eine Menge finden. Manchmal muss man plötzlich mal sich beeilen, wo man nicht mit gerechnet hätte. Oh Gott, ich sehe schon kommen. Also ich will einmal hier unten hin, weil der was hat. Eine 100-Dollar-Note mit einer Karikatur von Benjamin Franklin. Geld hat in dieser Zeit keinen Wert, aber die Zeichnung auf dem Gesicht ist witzig. Sehr schön. Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt passiert. Run, run. Oh Gott. Na. Shit. Oh shit, there's too many of them. Oh Gott. Jetzt machen wir wirklich los hier. Sehr schön. So. Die wenigen. Oh, zweigeteilt sogar. Sehr schön. Hoi. Außer seines Fremden. Sein Name lautet J.W. Gacy. Gacy. Sehr schön. So, kann es sein, dass ich hier drin aber nichts machen kann, dass ich eh wieder raus muss? Ach, genau. Kann mich hier oben weiter. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Secrets hier finden. Ich gebe mir. Okay, sie nennen sie auch nicht Zombies, sie nennen sie Shadows in diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, da unten. Aha, das brauchen wir auf jeden Fall. Ein Verbandskasten benutzt. Sehr schön. Hopp. Can hear something. Aber was? I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivor. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Waste of time! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I'll bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All graves don't last forever. Till fucking doomsday. Asshole.
passieren, Leute. What do they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Mit Toten spielt man nicht, ne? Ich würde auch sagen, wir machen an diesem Teil dann erstmal Schluss für den ersten Part. Ich hoffe, das Let's Play wird euch gefallen und fesselt euch jetzt schon so ein bisschen, wie es mich fesselt. Das ist echt ein sehr, sehr interessantes Spiel. Mit so ein bisschen Quicktime-Events, wo man sich wirklich beeilen muss, aber kein reines Button-Smashing hat. Ich finde auch da hinten gerade diese roten Blitze sehr, sehr geil. Grafisch ist das Spiel top. Also dafür, dass ich es auf einer sehr niedrigen Grafikeinstellung spiele, ist es absolut top. Es sieht super aus. Es ist sehr, sehr stimmig. Es macht eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schaut euch auch unsere anderen Projekte auf dem Kanal an. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, Leute.